Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er heiratete sie in Medina, liebe Geschwister. Zu diesem Zeitpunkt war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 53 Jahre alt und Aisha radiallahu anha wa ardaha war 9 Jahre alt. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass die heuchlerischen Zungen diese Sache nehmen, damit sie den Islam angreifen, um zu zeigen, dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam möglicherweise ein Kinderschänder wäre. Wir sagen erstmal, möge Allah alle Leute recht leiten, die überhaupt kein Wissen haben. Und dann antworten wir ihnen, und ihr solltet diese Antworten kennen, liebe Geschwister, damit ihr wisst auch, wie man auf solche Leute, die leider kein Wissen haben, antwortet. Schaut, erstmal müssen wir eine Sache wissen. Wer hat die Ehe vorgeschrieben? Allah subhanahu wa ta'ala. Wir könnten hier beenden und müssten nicht weiterreden. Denn was Allah bestimmt, das bestimmt er und niemand darf dazu etwas sagen, liebe Geschwister. Aber wir werden trotzdem weiter erklären. Manche Leute sind vielleicht nicht zufrieden mit dieser Antwort. Wir sagen ihnen weiter. Diese Zeit, in der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, und das war weit über 1400 Jahre, war nicht vergleichbar mit dieser Zeit in unserer. Ey Wallah, kein Vergleich von der damaligen Zeit zur jetzigen Zeit. Und derjenige, der zwischen diesen beiden Zeitalter vergleicht, der hat nichts verstanden, liebe Geschwister. Und ich möchte dieses erklären. Schaut mal, subhanallah, lasst uns nur unsere Großmütter fragen. Und ich sage das auch den Deutschen. Ich sage das auch den Deutschen. Fragt bitte eure Großmutter, in welchem Alter sie geheiratet hat. Eure Großmutter. Was denkt ihr, in welchem Alter das war? Wer will was dazu sagen? Na? 15, 16 Jahre. Okay? Großmutter heißt vor ungefähr 100 Jahren. Ihre Großmutter hat wann geheiratet? Von der Großmutter, die Großmutter, was denkt ihr? Mit irgendwie zwischen 13 und 14 Jahren. Und von der Großmutter, die Großmutter, sollen wir so weiterspielen. Jeder weiß, worauf wir hinaus wollen. Und wir reden hier über einen Zeitunterschied von 200 oder von 400 Jahren. Von 1400 Jahren, liebe Geschwister. Wallahi, das war ein ganz anderes Zeitalter gewesen. Da war es ganz normal, dass die Mädchen heirateten, wenn ihre Menstruation eingetroffen ist. Und wir sagen den Leuten, die böse Zungen haben, natürlich nur über den Islam. Bitte, schaut, wer in diesem Alter noch geheiratet hat. Von Jüdinnen in der Zeit vom Propheten Mohammed sallam. Oder traut man sich das nicht zu sagen, weil man etwas Angst hat? Schaut mal, subhanallah, Maryam radiallahu anha wa ardaha. Eine geehrte Frau, auch unter den Christen, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala ließ sie ein Kind tragen. Wisst ihr, wie alt sie war? 11 oder 12 Jahre. 11 oder 12 Jahre. Warum hören wir nichts bezüglich Maryam? Maria? Warum? Ich sage euch die Antwort. Alles ist gut, bis auf den Islam. Aber wir wollen die Leute nicht kritisieren, wir wollen ihnen sagen, seid fair und seid gerecht und verschaltet mal euren Verstand ein und versucht das zu verstehen, was wir euch gerade erklären, liebe Geschwister. Ein weiterer Punkt, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht ein Mann des Gelüstes war. Subhanallah, wallahi, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hätte ganz andere Dinge vollziehen können, wenn es nur um sein Gelüst gegangen wäre. Er hatte Khadija geheiratet, da war er noch ein junger Mann, 25 Jahre alt gewesen. Und Khadija war zu dem Zeitpunkt 40 Jahre alt gewesen. Und sie hatte mehrere Ehen gehabt und auch mehrere Kinder, liebe Geschwister. Warum hat der Prophet, wenn es ihm nur darum ging, nicht noch mehrere Frauen dazu geheiratet? Lange Jahre, über 15 Jahre war er nur mit Khadija radiallahu anha wa ardaha verheiratet, liebe Geschwister. Und später heiratete der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur alte Frauen, wie Salama und andere. Das bedeutet Frauen, die gar keine großartigen Gelüste mehr in bestimmten Dingen gehabt haben. Und deswegen, es ist eine, wallahi, Unverschämtheit, dass man dieses den Islam anlastet. Und wir sind noch nicht fertig mit den Argumenten. Wir sollten noch eine Sache Ihnen erklären. Die Mädchen in den heißen Ländern, sprich zum Beispiel bei uns in den Ländern, die Menstruation, haben sie sie früher oder später? Früher. Früher, wallahi, das ist bekannt. Fragt die Kuffar, die keine Muslime sind.
Sie werden euch bestätigen, dass die Mädchen in den heißeren Ländern, speziell im Süden, dass sie eher ihre Menstruation bekommen als andere. Ich hörte letztens von einem Fall, wo eine 8-Jährige ihre Menstruation bekommen hat in unseren Ländern. Und das ist nichts Außergewöhnliches, liebe Geschwister. Die Frauen im Westen kriegen später ihre Menstruation. Und auch ein entscheidendes Argument gegen die Leute, die über Muhammad sallallahu alaihi wasallam lügen. Wir sagen ihnen, Wallahi, die Kuffar in Mekka. Die schlimmsten aller Schlimmsten, die schlimmsten Feinde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn sie ihn mit etwas bekämpfen konnten, haben sie ihn damit bekämpft? Ja, Wallah. Sie haben Lügner zu ihm gesagt, sie haben Zauberer zu ihm gesagt, weil sie natürlich ihn nicht als Propheten akzeptiert haben. Aber subhanallah, wir hören von diesen Kuffar in Mekka nicht ein Wort, dass sie dieselbe Kritik gebracht haben wie Leute hier. Keiner von den damaligen Kuffar in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Kinderschänder. Was darauf hindeutet, dass dieses von ein paar, wal'iyadu billah, kranken Herzen erfunden wurde, um den Islam anzugreifen. Aber wir sagen ihnen, Wallahi, ihr könnt den Islam nicht angreifen. Das Einzige, was ihr tut, ihr lastet noch weitere Sünden zu den Sünden auf euren Rücken. Und am Tage der Auferstehung werdet ihr nicht nur für 10 oder 15 gezählte Sünden bestraft, nein, all eure Sünden werden zusammengefasst und dafür werdet ihr bestraft werden. Möge Allah Azza wa Jal die Zungen reinigen von den schlechten Worten gegenüber Muhammad sallallahu alaihi wasallam.